Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 19 vom Kerbal Space Program. Und wir wollen hierhin und starten unsere Booster Engine Testrakete. Da ist sie. So, Pilot haben wir drinne. Irgendwie hat mir jemand geschrieben, ich weiß jetzt gar nicht den Namen. Sorry, tut mir leid, dass ich doch mal schauen sollte, dass ich irgendwie einen Wissenschaftler auf der Basis rumschicken soll und dass er da wissenschaftliche Punkte dann einsammelt sozusagen. Okay, das machen wir natürlich nicht mit diesem Gefährt, sondern mit dem anderen. Ich wollte es nur gerade erwähnt haben. Machen wir, denke ich, in den nächsten Folgen irgendwann so ein Teil. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir überhaupt Räder schon freigeschaltet haben, wo wir dann mit der Rakete, die klein ist, da durch die Gegend fahren. Wir werden sehen. So, gerade mal hier unsere Testgeschichte. Über 2500 Meter die Sekunde sollen wir fliegen. Und hier, das sind schon zwei Sachen, die wir jetzt schon in dem Sinne geschafft haben, sobald wir auf den Knopf drücken, ne? So, jetzt müssten wir nur überlegen, ob wir noch irgendwie ein Ziel haben, was wir machen sollten. Irgendwie gab es auch so Entfernungsgeschichten, ne, oder? Ob wir die auch noch hinkriegen, ich weiß es nicht. Hier, Dingens Vortrieb, ja doch, sind diese hier, ne? Ach, dann lachen, ne, die sprengen wir sowieso mit der Zeit ab. Ach, dann lass er doch fliegen auf Vollgas, oder? Ja, ich denke schon, egal. So, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, go! Ich steuere einfach mal dahin, weil ich gucken will, ob wir da aufs Festland, in welche Richtung wir kommen. So, die Äußeren sind schon mal weg. Ja, die haben wir jetzt leider nicht einzeln drin, dann fliegen wir mit der großen halt weiter. Und jetzt haben wir irgendwie die Kontrolle gerade verloren. Das sieht jetzt verdammt nicht gut aus. Aber alles grün. So, wir sehen nicht ganz viel. Lass uns mal gucken, ob wir einen Statusbericht irgendwo herkriegen. Nö, geht wieder mal nicht, ne? Ja, habe ich auch noch nicht verstanden, aber okay. Gut. Ja, unsere Ziele sind erreicht in dem Sinne. Wir fallen schon wieder runter. Wir können gleich den Schirm rauslassen. Alles kein Ding. Mal der Parachute. Nochmal Testbericht. Ne, ist nix. Schirm raus. Wow. War nicht mehr weit, ne? nochmal den Testbericht. Nein, tut sich nichts. Schade drum. Der flackert jetzt irgendwie so ein bisschen. Ja, okay. Sehen wir irgendwo was? Wir sind ja noch am Fliegen, aber zoomen wir mal raus. Ich müsste doch eigentlich hier unsere Startbahn sehen, oder sehe ich das falsch? Warum ist denn der so am Zappeln? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, irgendwie ein Bug oder was? SAS-Problem gehabt, oder wie? Ich habe es jetzt einmal ausgemacht, angemacht und jetzt ist besser. Ja, keine Ahnung. Haben wir noch einen Crew-Report? Kriegen wir da noch was hin? Nein. Wir sind noch auf 100 Meter. Gleich sind wir gelandet. So. Kriegen wir jetzt was? Nein. Schade drum. Strom ist jetzt alle? Nein, noch nicht ganz, aber fast. Gut, hat nichts gebracht, aber naja, insgesamt hat es sicherlich was gebracht, aber nur dem Crew Report hatten wir jetzt nichts mehr. Ich habe jetzt auch gedacht, dass wir mit dieser Rakete höher kommen, lag aber auch definitiv natürlich daran, dass wir nicht die Möglichkeit hatten, da gerade zu ziehen, ne? Das SAS hat es dann nicht richtig gemacht. Wir haben irgendwie 9 Science-Punkte für die Mission gekriegt. Wo die herkommt, steht hier leider wieder nicht. Naja, auch nichts, nicht so wild, ne? Wir haben richtig Kohle noch. Das haben wir wieder gekriegt. Keine Erfahrungspunkte stehen da. Gut, wunderbar. Ja, dann können wir eigentlich hier reingehen.
Da brauchen wir zwei Touristen. Da auch. Da auch. Was ist das für eine Sache? Ein Crew Report brauchen wir dann, ne? Einen Statusbericht oberhalb dieser Lokation. Hier können wir wieder ein Radial Mount Parachute, also einen vertikalen Fallschirm testen. Test TT-18A Launch Stability Enhancer at the Launch Site. Ist doch hier diese Füße, sind das doch, oder? Solid Fuel Booster, haben wir das nicht gerade gemacht? Nochmal. Orbit in Orbit Gerben. Also wir müssen was Neues machen, denke ich mal. Vielleicht sollen wir das mal probieren hier mit dem Flug, oder? Hier sind alles zwei Fahrgäste, hört sich toll an, aber ich habe gar keine Möglichkeit, zwei mitzunehmen. Doch, habe ich schon. Dann müsste ich hier so ein Teil bauen, wo ich wieder mehrere, sag schon, Kapseln habe. So. 3 Stunden ist er weg. Wir probieren den einfach mal aus. Das ist dieser Radial Mount Parachute. Den können wir dabei auch ausprobieren. Tja, und den. Aber wir können immer nur zwei, weil wir so ein kleines Labor nur haben. Okay, dann sind ja schon mal die zwei Sachen drin. Und der MK2 Radial Mount Parachute, den kriegen wir dann auch noch mit. Okay, dann sind wir hier raus. Dann müssen wir eine Rakete bauen. Aber warte mal, das ist hier der falsche Bereich, ne? Da gehen wir nochmal zurück. Ich muss erstmal wissen, wo wir hin müssen. Und das war ja hier unten rechts bei unserem Observatorium. So. Ja, da steht jetzt wieder nix. Da ist das, im Endeffekt. Das ist irgendwo im Inland. Immer wieder in den Bergen da. Ich weiß aber nicht, ob wir das mal irgendwann als Ziel nehmen können dann auch, ne? Aber, ja. Near Area, also wir sind ja hier am Starten und das ist ja schon wahrscheinlich Near Area, wenn man so mal den ganzen Körben sieht, ne? Kriegen wir schon hin, denke ich mal. So, dafür brauchen wir eine Rakete, die dann da hochfliegt. Und da müssen wir mal gucken, ob wir nicht schon was haben, oder? Dann müssen wir mal was laden. Die brauchen wir alle nicht. Schirmtrenntest. Jetzt war die Frage, ob das. Der Parachute ist, den wir Schirm haben. Das ist er schon. Das ist ja dann eine passende Rakete eigentlich, oder? So, den weg brauchen wir nicht. Und den auch weg brauchen wir auch nicht. Den können wir dann runtersetzen. Dann trennen können wir wegmachen. Und dann ist nur noch Schirmtest. Saven wir auch. Und dann müssen wir in die Richtung fliegen und ist gut, oder? Dann müsste eigentlich funktionieren. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Aber sollte gehen, oder?
Schauen wir mal. Okay, das ist gut. Dann da raus. Ach so, die Lenden. Ach, da fehlt uns jetzt noch was. Da müssen wir da doch noch mal rein. Gut. Wo sind die Teile denn, die wir jetzt brauchen? Landing Struts. Oder? Ach, die konnten wir nicht mehr nehmen, ne? Die wollten wir nehmen, die konnten wir nicht mehr nehmen. Also hat sich das doch erübrigt. Passt schon. Wir konnten nur zwei Missionen erfüllen. Einmal diesen Schirm und einmal die Lokation. Oder Location. So, dann auf die Plattform. Schirmtest. Da unten. Valentina nehmen wir mit. Oder wir können auch mal einen Wissenschaftler mitnehmen. Vielleicht geht das auch. Probieren geht über Studieren. Launchen mal, oder? So, das ist unsere Rakete. Steht jetzt da. Und wir müssen gleich links abbiegen, oder wie ist das? Gucken, ob wir das hinkriegen, ne? Oh. Eben stand er noch unter 7. Ach, da ist da oben, okay. Ja, da habe ich jetzt natürlich nicht drauf geachtet, ne? 14.000 Meter Höhe. Ist schon was, ne? Ich glaube, das schaffen wir gar nicht mit der Kiste. Oder? Schaffen wir das doch mit der Kiste. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Testen, ganz einfach. So, 3, 2, 1, go! Der Widerstand des Schirms ist dann doch enorm, ne? Ja, das war ein Satz mit X, ne? Das war wohl nix. Ich kriegte sie leider nicht in die Richtung, wo ich hin muss. Jetzt fehlt uns noch die Höhe, ne? Ja, 6000 geht nur oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Das war nix. Das war auch nix. Gut. Müssen wir wieder runter in dem Sinne. Schöne Wasserlandung gibt's da. Kann ich da noch was checken? Nicht wirklich. Schade. So. Was ist denn das für ein Strich da? Das ist der Weg der Milchstraße. Ich glaube, das war gerade knapp. Kann das sein? Hätte ich beinahe verpasst zu landen, ne? Und den Strich habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist bestimmt irgendwie so eine Lasershow oder sowas, ha? Da geht's wieder runter. Krass. Okay, nochmal gucken. Hat sich nichts getan. Vielleicht kriegen wir gleich noch was von der Wasserlandung mit. Achso, der Schirm ist ja an der Seite angebracht, genau. Gut. Müssen wir 14.000 Meter noch schaffen, ne? Ja, und das ist auch daneben gegangen, ne? Weil da doch die falsche Richtung eingeschlagen haben. Ja, müssen wir nochmal gucken. Komm, machen wir mal gerade schneller. Oh, Meereshöhe kann ja nicht viel sein, ne? 18, 17, 16, 19. So, und jetzt müssen wir aber bestimmt einen Crew-Report noch hinkriegen, oder? Gibt's doch gar nicht, oder? Naja. Fehlschlag. Zurück zur Basis. Das war nicht ganz gut. Science-Punkte haben wir nicht gekriegt. Da steht immer noch irgendwie eine 9 eben. Das passt da auch nicht. So, 10. Und dann
So, das heißt, wir müssen da nochmal rein. Wir müssen definitiv hier auf 2 schalten, den einmal abmachen und wieder dran machen mit 2, sonst funktioniert das nicht. Und wir müssen an Höhe gewinnen. Dann würde ich mal sagen, machen wir das doch mal so. Dass wir dort noch einen Tank zwischensetzen. Ne, den gibt's hier. Und ein Triebwerk dann. Der hat Trust 200, der 215. Rein theoretisch wäre der der bessere. Und dann müssten wir den da hinsetzen. Den dahin, aber mir fällt gerade ein, da müsste noch ein Dekoppler zwischen. Dann ist die Frage, ob der Sprit dann da reicht. Da, ich glaube nicht, oder? Machen wir anders hier. Machen wir nochmal weg. Und machen wir nochmal neu. Und dann brauchen wir hier da 2 von. Der steht noch auf 1. Machen wir auf 2. Und da hängen wir dann 2 dran. So. Aerodynamisch. Die da drauf. Fertig. So, jetzt müssten wir nur gucken. Das umschalten. So. Das war verkehrt. Nee, so ist glaube ich richtig, ja, oder? Jetzt könnte sie eher oder dynamisch richtig sein, oder? Sieht hier irgendwie komisch aus. So, aber ich glaube, jetzt sollte es gehen, oder? Von oben herabgeschaut müsste es alles symmetrisch sein. So, hinab. Und das ist ein Schirmtest. Ja. Speichern wir. Aber das machen wir in der nächsten Runde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.